Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist das der zweite Teil vom Nidwalden Vlog. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass ich das mal auskommentieren soll. Ich habe es jetzt leider nicht direkt in den Ferien auskommentiert, aber ich dachte, ich kommentiere das mal so im Nachhinein aus. Mal schauen, ob euch das besser gefällt, dann könnt ihr das beurteilen. Wobei ich persönlich präferiere das wie beim ersten Vlog. Es gibt mehr Atmosphäre und man kann sich besser hineinversetzen, wenn nicht immer jemand wieder dazwischen redet. Aber wir können es gerne mal so versuchen. Genau, und zwar am zweiten Tag war es so, dass wir eine Wanderung gemacht haben. Zu so Wasserfällen. Und hier waren wir auf dem Weg, aber wir sind noch am See vorbeigekommen. Ich finde den Vierwaldstätter See echt wunderschön. Da waren wir dann etwas weiter gelaufen und zwar war der Weg selbst auch schon sehr imposant. Wie man sieht, wir waren hier unten und oben verlief die Autobahn. Also die Autobahn und der Weg unten hatten sich beinahe gekreuzt oder waren beinahe untereinander. Ich fand diese Brücke einfach echt aber krass spektakulär. So, hier waren wir dann wieder etwas weiter gelaufen. Da gab es so einen riesen Felsmassiv. So, allgemein, ich finde Nidwalden finde ich einfach nur krass schön. Wenn man mal sieht, es hat überall Berge, es hat gleichzeitig einen See, es hat Natur. Und trotzdem ist es ziemlich krass erschlossen, dass man gar nicht denken würde, wenn man so diese Natur sieht. So, und hier waren wir dann schließlich bei den Wasserfällen angelangt. Genau, und dann ging es auf den Aufstieg. Also das war ein krasser Aufstieg. Genau, und da sind wir dann schließlich angelangt. Auch da wieder, ich finde einfach, dass das so von Bergen umschlossen ist, finde ich einfach echt nur cool. Bevor wir auf den Bus gingen, sind wir noch in ein Restaurant. Das war echt hoch gelegen. Es war dann zwar nochmal weiter hochlaufen, aber es hat sich echt gelohnt, weil hier hat man einen noch besseren Ausblick als überhaupt vorher schon. Ich hätte nicht gedacht, dass man das nochmal übertreffen kann, aber seht es euch an. Ja, und eigentlich so nach dieser Wanderung war für mich so eigentlich klar, so ich feiere Nidwalden echt. Also nach Möglichkeit gehe ich dort wieder mal hin. Aber es ist auf jeden Fall einer meiner bisherigen Favoritenplätze in der Schweiz. Von den Plätzen, die ich besucht habe. Genau, dann hoffe ich, euch hat dieser Vlog gefallen, der jetzt mal auskommentiert war. Bis zum nächsten Video oder einem nächsten Livestream.